Anrüchige Geschäfte. Bleibt mal dran. Hallo beim Happy Camper. Heute geht es um anrüchige Geschäfte und zwar um eine Toilette. Ziel ist, das Gummi, den Gummi, der hier drunter ist, auszutauschen. Und dafür brauchen wir eine Toilette. Wir brauchen ein geeignetes Spray für Gummidichtung. Ich nehme da gern ein Silikonspray dafür. Wir brauchen natürlich die Dichtung. Die schauen wir uns noch mal gleich genauer an. Und wir brauchen einen Kreuzschraubenzieher. Normalerweise sind meine Berichte aus der Erfahrung heraus. Das hier mache ich heute auch das erste Mal. Also, schauen wir mal, wie es geht. Bleibt dran. So, los geht's. Ich hoffe, es ist ganz gut zu sehen. Ich habe mir im Vorfeld eine Dichtung besorgt, die für diese Kassette passen sollte. Ich sollte deswegen, es war nicht so einfach, die richtige zu finden. Ich verlinke die in den Shownotes, wenn sie denn passen sollte. Gut. Spray brauchen wir erstmal noch nicht. Schraubenzieher kommt gleich. Ich habe die Kassette ausführlich gereinigt und ich mag es nicht so mit Handschuhen zu arbeiten. Heißt für mich, ich muss halt durch. Bei euch vielleicht den Tipp, wenn sie nicht nagelneu ist, die Kassette, dann vielleicht einfach doch mit Handschuhen hantieren. So, wie geht's? Wie soll es gehen? Der erste Schritt ist, man nimmt die Abdeckplatte, schiebt sie vorne raus und hinten gerade zur Hälfte wieder rein. Denn die hilft uns jetzt als Hebel zum Öffnen. Es geht einigermaßen, naja doch, es geht leichter, wie ich dachte. Ich glaube, jetzt kommt das Grauen schlecht hin. Die Platte brauchen wir erstmal nicht mehr. Ich lege sie gleich richtig hin und dann schauen wir doch mal, was sich uns hier zeigt. Okay. Naja, putzen war ganz erfolgreich. Ich stelle die Kassette mal auf die Seite. Und im nächsten Schritt haben wir hier die Abdeckplatte mit diesem Mechanismus von dem roten Hebel. Ihr kennt die sicherlich. Und die ist uns jetzt im Weg. Das heißt, was als erstes raus. Geht einigermaßen schwierig, denn man kann sie rausholen, denn die ist unten geführt. Ich glaube, die Gelegenheit nutzen wir nachher, um sie richtig intensiv zu reinigen. So. An sich haben wir jetzt schon einen Großteil freigelegt. Darunter verbergen sich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schrauben, die wir drei nachlösen. Hat sich ein Ingenieur was gedacht und in der Aussparung freigelassen. Brauche ich aber einen anderen Schraubenzieher. Egal, also Nummer 1. Und jetzt hoffe ich, dass mein zweiter Schraubenzieher durch dieses Loch hier durch zu der Schraube passt. Ja, ich habe Glück. Selbst wenn ihr das jetzt nicht genau sehen könnt im Video, ich kann es jetzt schlecht kontrollieren, ich will es auch nicht ewig festmachen. Ich denke, es wird sich euch selber erschließen. So, wir haben die inneren Schrauben gelöst und können jetzt diesen inneren Einsatz rausnehmen. Ich glaube, drumherum werden wir alles gemeinsam reinigen. So, wie es nachher drauf kommt, ist eigentlich klar. Und hier haben wir auch schon die Dichtung. Bevor ich die jetzt entferne, öffne ich doch einfach mal meine Dichtung. Und dann schauen wir mal, wie denn schon wieder passt. Ah ja, wunderbar. Es gibt auch noch eine Anleitung, wie ich sehe. Aber ganz ehrlich, ja, ich scanne die nachher ein, das ist aber selbsterklärend.
So, also, auf den ersten Blick sieht die Dichtung gut aus. Die passt, liebe Leute. Super. Also, dann entferne ich jetzt mal die alte Dichtung, lege die bewusst so hin und bin immer weg. Bleib dran, ich putze die Dichtung. Wir sehen uns gleich wieder, beziehungsweise ich putze die Teile. Kleinen Moment. So, Deckplatte gereinigt. Jetzt mal das zweite Teil. Letztes Teil. Jetzt geht's an den detaillierten Zusammenbau und ich habe mal alles ein bisschen näher fokussiert, dass man das besser sieht. Ich glaube, ich mache euch auch mal parallel noch das eine oder andere Foto davon. Mal gucken, ob das parallel so geht. Und zwar habe ich schon mal diesen Einsatz hier vorbereitet und ich zeige euch hier ein Detailfoto. Ebenso davon ein Detailfoto, wie rum es eingebaut werden muss. Das könnte sich nachher nochmal als sehr wichtig erweisen. Gut, also, dann geht's wieder retour. Während ich das mache, vielleicht eine kurze Erklärung. Also die Gummilippe muss nach oben schauen. Die Dichtung hat so eine flache Seite und eine, jetzt kommt die blödeste Schraube, und eine nubbelige, also ein Grat sagt man, glaube ich. Und der Grat muss, so wie das Stück bei mir jetzt liegt, nach oben, also nachher im umgedrehten Zustand eingebaut zum Kassetteninneren sein. So, also jetzt mal kurz nicht so spannend. Jetzt kommen alle 6 Schrauben wieder da rein. Gerade schon erwähnt, zur Sicherheit, behandelt habe ich das Ganze mit Silikonspray, die Dichtungen von allen Seiten, die Dichtungen, weil am äußeren Rand ist eine drin, die tausche ich heute nicht, sondern ich tausche nur die innere Dichtung. Die verschleißt wohl, ja, bei normaler Nutzung alles so 2-3 Jahre. Jetzt ist es gefährlich, da bin ich der Meister am Überanziehen, dass die Schraube dann keinen Kontakt oder beziehungsweise durchbricht. Ich mache also alles einigermaßen vorsichtig mit der Hand. Und jetzt kommt, ich glaube, der Schieber, so nennt sich das nochmal. Und zwar, auch da mache ich ein Foto, dass ihr es im Detail seht. Die Seite, die ihr jetzt gleich seht, mit dem weißen Dichtring, die drehe ich um 180 Grad und die verschließt sozusagen nachher die Toilette. So, jetzt überlegen, ich lege mal einfach die Abdeckplatte hier drauf. Das passt soweit. Dann kommt, ich glaube, ich habe eine Schraube falsch passt alles. Passt alles. Wunderbar. So. Diese Schraube, die kommt man, glaube ich, ganz gut ran. Na, wie habe ich es denn vorgemacht? Ich glaube, vorher habe ich mich vorbeigemogelt. Richtig. Das mache ich doch gerade wieder. Die kommt. Ich glaube, wenn ich es jetzt falsch mache, ist nicht so optimal. Ne, das sieht gut aus. Also, auch da mache ich sicherheitshalber echt nochmal ein Bild. Das kann
entscheidend sein. Heute ein bisschen anders, viel improvisierter, richtig unappetitlich. Und zu dem Bild, was ich jetzt einblenden werde, ich muss immer wieder zurück auf die Audioaufnahme, darunter ist dann der Dichtring. So, nach Adam Riese haben wir jetzt fast alles erledigt. Und jetzt müssen wir einfach nur wieder den Schieber in diese Führung bringen. Jawohl, das sieht doch ganz gut aus. Kleiner Funktionstest mal. Na perfekt, Leute, das sieht echt richtig gut aus. Ich glaube, das passt. Kannst du mal alles kontrollieren. Ja. Gut. Bevor es eingebaut wird, springe ich noch mal ganz kurz. Ich zeige es euch jetzt mal im Detail, wie das reingehört. Und gebe hier noch mal Gas mit Silikonspray. Wir sehen uns gleich wieder. So, ordentlich mit Silikonspray behandelt. Dann nehmen wir jetzt wieder die Kassette. Und bauen sie wieder zusammen. So haben wir es aufgedreht. Okay, prima. Also, dann benutzen wir den Schieber einfach wieder, um es in die andere Richtung vorsichtig einzudrehen. Jawohl, es hat einen kurzen Widerstand, das hat man gemerkt. Schieber zu, Schieber auf, Schieber zu. Fertig, aus, Ende. Prima. Also, liebe Freunde des Happy Campers, heute eine echt unangenehme Folge, aber ich glaube, das schadet nichts, auch mal das Thema zu beleuchten, denn, wie gesagt, die Haltbarkeit der Dichtungen ist endlich. Tipp Nummer 1, schaut mal ein Video, denn es war jetzt doch nicht ganz so einfach, es alles richtig rumzumachen. Tipp Nummer 2, putzt vor die Toilette wirklich gut. Tipp Nummer 3, legt alles bereit, dass ihr das durchziehen könnt. Alles heißt Silikonspray oder ein für Gummi geeignetes Pflegespray. Ein oder zwei Kreuzschlitzschraubenzieher, einen auch mit dem dünneren Schaft, damit er durch die Führung, durch den einen, ich sage jetzt mal, Nubbel durchkommt. Und ja, vielleicht doch Handschuhe. Es ist echt unangenehm, aber es ging. Ich werde berichten, ob jetzt die Geruchssituation besser wurde. Danke euch für Interesse. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gern. Ich schaue mal, dass ich in die Shownotes die genaue Artikelbezeichnung reinstelle, damit das klar wird zum Bestellen. Gut, okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne Daumen hoch, gerne ein Abo. Macht's gut. Ciao.